welcome was fantastic, and I thank you for the applause, and I think it means you liked the film, and I believe it means that you heard the message and you thought it was a good message. Sie haben sie verstanden, sie hat sich gefreut über den Empfang. Sie sagt, es zeigt ja, sie mögen den Film und die Botschaft, der hatte, ist bei ihnen angekommen. Jane ist nicht alleine gekommen. Wir haben heute auch die Produzenten des Films bei uns, Matthias Triebel und Philipp Scholl. Euch beiden gebührt auch ein riesen Applaus, denn ihr seid dafür zuständig, dass der Film finanziert wurde, dass er gemacht wurde. Und ein Teil wurde auch aus Unterfranken gemacht, denn Matthias Triebel kommt aus Berg-Rheinfeld. Ja. Wir waren gestern in Berlin zur Premiere, sind als einzige zweite Station in Deutschland bei uns. Schildert mal so eure Eindrücke bis jetzt. Wow, ehrlich gesagt, gestern hatten wir, sag ich mal, elitären Gala-Premierenkreis an Publikum. Heute haben wir die Gelegenheit, ein richtiges, zahlendes Publikum zu haben. Und da bin ich sehr froh darum, dass es trotz, oder gerade deswegen, dass es euch so gut gefallen hat. Und da bin ich sehr, sehr stolz soweit und freue mich auch, wie es weitergeht. Und ich als Unterfranke weiß es zu würdigen. Das gebe ich ganz offen zu, dass 700 Menschen zu einer Veranstaltung hergekommen sind und vor allen Dingen, dass 700 Menschen aufstehen und die Arbeit einer einzelnen Person derart mit ihrem Applaus bewundern. Ich danke euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass wir noch viele Leute hier nach Dettelbach ins Kino kriegen können, denn es ist mein Heimkino, ich habe hier ein Heimspiel und es ist eine wunderbare Angelegenheit, zwei große Säle hier zu füllen mit einem Film, der eine echte Herzensangelegenheit ist. Wir haben sehr lange gebraucht, ihn umzusetzen. Der Lorenz Knauer, den ich jetzt auch auf die Bühne bitten möchte, der Regisseur, hat viele Jahre gebraucht, um es umzusetzen. Dafür herzlichen Dank. Ich sage es mal so, Jane und der Lorenz sind die Macher des Films. Und wir sind das schmucke Beiwerk. Mehr nicht. Lorenz, Jane, congratulations. Thank you for all. Da kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen, außer danke. Und das ist für mich wirklich nach insgesamt 20 Jahren, die ich mich mit diesem Projekt befasst habe und 6 Jahren konkreter Arbeit dran, heute das erste Mal, dass ich wirklich mit einem Publikum, was bereit war, dafür zu bezahlen, Janes Arbeit zu sehen. Das ist ein unglaubliches Erlebnis und das macht mich echt ein bisschen sprachlos. Aber der Dank, der geht nicht nur an Jane, sondern an das gesamte Team. An das gesamte Team ist wirklich gemacht. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir nach dieser Berliner Exklusivveranstaltung hier sein können. Ich freue mich da wahnsinnig drüber und danke, dass Sie gekommen sind. Soll ich eine Frage stellen oder haben Sie eine Frage? Sie können übrigens auch Fragen stellen, wenn Sie wollen. Trauen Sie sich nicht, ne? Kleinen Moment, eine haben wir. Einen haben wir? An den Regisseur. Nee, gibt es ein Root-Schutz-Projekt in Deutschland? Gibt es ein Root-Schutz-Projekt in Deutschland? Dazu gibt es eine ganz konkrete Antwort. Mein wichtigstes Teammitglied ist nämlich meine Frau. Die ist heute Abend auch hier, die Monika Lischke, und die hat mit mir, also wir haben zusammen vor fünf Tagen ja, das Deutsche Institut neu gegründet, das Institut Jane Goodall. Und das fängt jetzt an und die Monika sagt dazu was, weil es wird tatsächlich Blut zum Schutz in Deutschland geben. Ja? Für eine Frau wie Jane Goodall, dass man gar nicht groß suchen muss, sondern dass Schulen und Rosenschutzgruppen schon Schlange stellen und warten darauf, dass es endlich losgeht. Und wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, schauen Sie gern draußen an unserem Stand vorbei und dann erzähle ich Ihnen gern mehr drüber. Dankeschön.
Und ich möchte jetzt noch zwei Überraschungsgäste Ihnen vorstellen, die auch für die Jane, jedenfalls der eine von denen, eine Überraschung war, eine große Überraschung war. Erst ihr Sohn, der Grub, ist hier. Und der Rob ist aus Dar es Salaam hergeflogen und der Michael ist aus Boulder, Colorado gekommen und mit uns gestern von mir zu kommen. To grow up in Africa? Yeah, different question, I know. To me, it seemed very normal. It was, very nice. Yeah? Yeah. Well, do you still live there? And I still live there, yeah. So that shows how nice it was. But you didn't like the chimpanzees? No, I didn't like the chimpanzees. Oh, okay. No, you like the fish? Yeah, I like the fish and swim. Okay. Hippos, yes, the hippo pool. Right. Er wird übrigens ein Projekt machen, das hat im Film war ja auch schon ein bisschen so mit Booten und mit Baumhäusern und da wird man sicherlich noch davon hören. Just told you, plan something and you can spend holiday there. Absolutely, yeah. Absolutely. Vielleicht fällt der eine oder andere mal hin.